Dann an alle, die dabei sind oder auch später noch zuschauen, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Webinarreihe zum Thema MINT und Mädchen. Ich habe schon gerade berichtet, wir hatten einen sehr erfolgreichen Auftakt mit Frau Professor Schwarze, die allgemein das Thema eingeführt hat. Was gibt es zum Thema an Erkenntnissen, an wissenschaftlicher Forschung? Wie begeistert man Mädchen für die MINT-Fächer? Und auch aufgrund dieses großen Interesses wollen wir diese Reihe gerne fortsetzen und einzelne Projekte bzw. Themen vorstellen, die in diesem Bereich tätig unterwegs sind. Und freue mich sehr, dass Frau Dr. Schirner heute hier bei uns ist und das Programm Cybermentor uns gleich näher vorstellen wird. Der Ablauf ist wie immer, Sie merken, es wird aufgezeichnet. Wir stellen das Video hinterher auf YouTube zur Verfügung und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird dieser Link auch hinterher zugeschickt und ist natürlich wie immer auch auf unserer Website www.mintregion.de zu finden. Technisch begleitet, wie immer, ein ganz herzlicher Dank auch an die Stiftung Bürgermut, in dem Fall an Johannes Hoffmann, der uns im Hintergrund unterstützt und technisch versiert zur Seite steht. Und der hat auch schon sich seine Nummer eingeblendet. Sollte also jemand irgendein technisches Problem haben, kann er sich bei ihm melden und bekommt dort Hilfe. Und ansonsten, Sie sehen es, Sie können per Chat, einige haben es jetzt auch schon genutzt, per Chat teilnehmen. Sie können jetzt auch gleich während des Vortrags dort schon Ihre Fragen stellen. Ich sammle diese Fragen und werde sie dann im Anschluss mit Frau Dr. Schirner besprechen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen, Frau Schirner. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses tolle Programm heute vorzustellen. Sie sind akademische Rätin an der Universität Regensburg am Institut für Bildungswissenschaften, haben sich viel mit dem Thema MINT und Mädchenförderung beschäftigt, Unterrichts- und Geschlechterforschung und auch zahlreiche Artikel publiziert und Vorträge gehalten zum Thema Mentoring. Programme. Also, Sie sind sowohl wissenschaftlich als auch in der ganz konkreten Arbeit versiert, denn Sie koordinieren das Projekt Cybermentor und sind fürs Thema Sponsoring zuständig. Und ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was dieses Programm, von dem ich schon viel gehört habe, was es so erfolgreich macht, wie es funktioniert und was wir vielleicht vor allen Dingen auch für andere Projekte, die wir konzipieren, die geplant sind oder die vielleicht verbessert, verändert werden sollten, was wir daraus lernen können. Deswegen ganz herzlichen Dank. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag und blende mich jetzt aus. Ja, vielen Dank. Und ich denke, ganz gute Hinweise kann ich Ihnen auch geben, was man in Bezug auf die Durchführung von Mentoring-Programmen wissen sollte. Und das natürlich aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit Cybermentor. Und dann kann ich jetzt sagen, wie so ein Mentoring optimal ausgerichtet sein sollte, damit die Teilnehmerinnen besonders von dem Programm profitieren. Da viele der Befunde, die ich jetzt hier auch vorstellen werde, auf der Forschung von Cybermentor basieren, möchte ich zunächst erstmal Cybermentor kurz vorstellen. Cybermentor ist ein Online-Mentoring-Programm für MINT-interessierte Schülerinnen und Akademikerinnen aus dem MINT-Bereich, wobei jede Schülerin eine persönliche Mentorin erhält, mit der sie sich auf einer geschützten Plattform per Mail, Chat und Forum über ein Jahr hinweg austauschen. Cybermentor wird in Deutschland, ganz Deutschland angeboten und bis zu 800 Schülerinnen können an dem Programm teilnehmen. In meinem Vortrag möchte ich zunächst auf die Rahmenbedingungen erfolgreichen Mentorings eingehen, dann Strukturen nennen, die bei der Durchführung von Mentoring beachtet werden sollten. Und abschließend werde ich die Begleitforschung kurz vorstellen, da aufgrund dieser wir natürlich Informationen zur optimalen Durchführung von Mentoring-Programmen sammeln konnten und entsprechend auch Cybermentor immer wieder weiterentwickelt haben. Zu den Rahmenbedingungen erfolgreichen Mentorings grundlegend sind hier, dass ein früher Beginn notwendig ist. Also gerade bei den Mädchen, sie werden von der männlichen Konnotation der naturwissenschaftlichen Fächer abgeschreckt und auch deshalb nimmt mit Beginn der Pubertät ihr Interesse an den MINT-Fächern
Fächern stark ab. Und damit Mädchen ihre MINT-Neigung bis ins Erwachsenenalter bewahren, muss eine wirkungsvolle Förderung bereits vorher ansetzen. Gleichzeitig zeigen Studien, dass punktuelle Interventionen nicht ausreichen und hier langfristige und dauerhafte Unterstützung notwendig ist, damit Mädchen auch langfristig sich für das Feld interessieren. Zudem ist es wichtig, ein großes Netzwerk aus MINT-interessierten Schülerinnen und Frauen zu haben. Auf diese Weise finden die Mädchen Ansprechpartner, die ihnen regelmäßig MINT-Aktivitäten und Diskussionen über MINT ermöglichen. Und daher können sie sich natürlich auch eher eine Karriere in diesen Bereichen vorstellen. Und weiter müssen verschiedene Rahmenbedingungen beachtet werden. Beispielsweise sollte ein wöchentlicher Austausch und systematische Schulung sowie Begleitung der Mentorinnen erfolgen. Und auch die gemeinsame Arbeit an MINT-Projekten ist besonders erfolgsversprechend. Für Cybermentor ist sehr wichtig, dass die Paare sich ähnlich sind, damit die Schülerinnen Rollenvorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren können. Und da komme ich auch schon gleich zu dem nächsten Punkt der persönlichen Beziehung. Für uns ist es wichtig, dass die Paare sehr sorgfältig gematcht werden, wobei wir uns daran orientieren, welche MINT-Interessen die Schülerinnen haben und wie intensiv sie von dem Programm profitieren wollen oder was sie herausnehmen wollen und welche Vorerfahrungen sie mit MINT haben. Wenn es ein passendes oder wenn die Passung optimal ist, kann somit die Mentorin ein Rollenvorbild sein, die Mädchen anregen zu MINT-Aktivitäten und ihnen Orientierung bei der Studien- oder Berufswahl geben. Bis zu 800 Mentorinnen nehmen jährlich teil. Und da haben wir natürlich eine sehr große Auswahl an Berufen. Und ich muss auch immer wieder sagen, wenn sich Frauen anmelden, bin ich immer wieder überrascht, was es doch für Berufe gibt. Aufgrund unserer Begleitforschung haben wir festgestellt, dass die Schülerinnen am meisten von Cybermentor profitieren, wenn sie sich eben halt mit diesen unterschiedlichen Frauen austauschen und für ihr Kontakt auf der Plattform haben. Deshalb haben wir unser 1:1-Mentoring verändert in ein kleines Community-Konzept. Immer zwei Mentoring-Paare tauschen sich aus als Paar, aber eben halt auch in dieser kleinen MINT-Community. Die Paare sind immer aus demselben MINT-Bereich. Und dadurch haben wir natürlich auch eine größere Vernetzung und einen intensiveren Austausch. Bezüglich der Durchführung des Mentorings sind verschiedene Punkte zu beachten. Zunächst erstmal gehe ich darauf ein, welche Möglichkeiten wir anbieten, um das Mentoring zu realisieren. Zum einen hat jede Teilnehmerin ihre eigene Profilseite, auf der sie darstellen, welche MINT-Interessen sie haben oder in welchem Firma sie arbeiten. Das ist natürlich besonders wichtig, um die Vielfältigkeit der MINT-Berufe darzustellen. Unterstützt wird der Austausch auf der Plattform durch Diskussionsforen, Chaträume und E-Mails. Wir haben auch verschiedene MINT-Angebote, so zum Beispiel Projekte, MINT-Projekte, oder wir haben eine Cyber-News, in der alle Teilnehmerinnen eigene kleine Artikel auch veröffentlichen können. Wir haben verschiedene Stellenangebote unserer Partner. Fürs Mentoring an sich gibt es Unterstützung, indem wir eine Tippbox haben, die ist gleich am Anfang immer zu sehen, wo verschiedene Hinweise kommen. Hier ist es beispielsweise
welche Mentorin interessant ist für die Mentee. Wir bieten Schulungen für die Mentorinnen an, auf die werde ich später auch nochmal eingehen. Und wir haben Angebote, Themenchats und Chat-Sprechstunden. Themenchat werden von uns organisiert, aber von den Mentorinnen und Mentees durchgeführt, beispielsweise zur Berufs- und Studienorientierung. Da alles ziemlich komplex ist, also unsere Homepage und auch der Mentoring-Prozess, haben wir eine Muster-Community zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben die Personen erstellt und füllen sie mit Leben. Und diese Muster-Community zeigt, wie das ganze Mentoring-Jahr abläuft. Also es wird gezeigt, wie sich die Paare und die Community kennenlernen, wie sie gemeinsam Projekte bearbeiten können. Und natürlich wird hier auch gezeigt, wenn wie dann Communities beispielsweise damit umgehen, wenn eine Mentorin längere Zeit auf Dienstreise ist und keine Zeit für die intensive Begleitung der Mentee hat und wie das dann ausgeglichen werden kann. Das sind auch Themen in der Muster-Community. Wichtig ist zudem die Ausrichtung auf Lern- und Entwicklungsziele. In dem Fall natürlich in MINT. Passend für Cybermentor ist in dem Fall die Strukturierung des Mentoring-Jahres in vier MINT-Phasen. Hier werden die Anforderungen immer komplexer und immer komplexere Aufgaben werden gestellt. Es beginnt damit, dass sich erstmal die Teilnehmerinnen kennenlernen in der MINT im Alltag-Phase und sich Fragen raussuchen, die sie im Alltag finden. Also wie beispielsweise, wie funktioniert eine Telefonleitung? Das sind es ein kann ein erstes kleines Projekt sein. Die MINT-Aktivphase, da geht es um Projekte, die in der Community bearbeitet werden, also von zwei Paaren. Und hier wäre ein Beispiel, wie schreibe ich eine Website? Miteinander ist dann so, dass ihr so konzipiert, dass mehrere Communities zusammen an einem Projekt arbeiten. Und hier wäre ein Beispiel, wie findet ein Navigationsgerät den kürzesten Weg? Und hier sind verschiedene MINT-Bereiche involviert, zum Beispiel Technik, Physik, Mathe und Informatik. Beim MINT-Blick macht man einen Rückblick auf das vergangene Jahr und schreibt die schönsten Ergebnisse auf, die man in dem Jahr gesammelt hat und kann die beispielsweise auch in der Cyber News veröffentlichen. Als Beispiel würde ich hier gern kurz Katrin vorstellen. Sie hat mit ihrer Mentorin ein ganzes Jahr komplett durchlebt. Und ich stelle mal alle Phasen einmal vor. In MINT im Alltag waren sie mit ihrer Mentorin bei der Mentorin in der Firma. Sie haben zusammen experimentiert. Bei MINT aktiv hat sie dann die Ergebnisse aufgeschrieben und im Miteinander, in der Miteinanderphase hat sich dann daraus auch etwas ergeben. Sie hat festgestellt, dass sich Tinte auflöst, wenn man mit einem Textmarker darüber fährt. Und das hat sie ins Forum gestellt und hat dann mit verschiedenen anderen Teilnehmerinnen in den Communities über dieses Thema gesprochen. Daraus ist dann auch ein großer Beitrag bei Jugend forscht entstanden, wo sie auch den ersten Platz bekommen hat. Hier ist eine Fotostrecke dazu mit zwei Mentorinnen, mit denen sie das erarbeitet hat. Zusätzlich bieten wir noch andere Aktivitäten an, um die Schülerinnen ja immer wieder auch neue interessante
Informationen zu geben und sie herauszufordern. Beispielsweise regen wir immer kleine Wettbewerbe an. Hier wäre ein Beispiel, eigene Mint-Facts erstellen. Das heißt, besondere Kenntnisse und Erfindungen von Frauen werden hier festgehalten und dann immer zum Jahrestag auf der Homepage veröffentlicht. Studien zeigen ferner, dass es wichtig ist, Mentoren zu unterstützen. Wir haben hier auch verschiedene Angebote. Zum einen ein Mentoring-Handbuch, wo man sehen kann, wie die Plattform aufgebaut ist, wie das Mentoring funktioniert. Und man gibt verschiedene Leitfäden zur Durchführung von Projekten. Und wir haben, hier wäre ein Beispiel dafür. Und es werden dann auch immer Alternativen, wie man reagieren kann, vorgestellt. Und Mentorinnen werden geschult, und zwar in Abhängigkeit von den MINT-Phasen und von dem Inhalt in jeder Phase. Also beispielsweise wird im MINT im Alltag gezeigt, wie man sich kennenlernt und wie das gesamte Mentoring ja strukturiert ist und wie man das Mentoring beginnen sollte, welche Ziele man sich setzen kann. Bei MINT aktiv geht es dann darum, wie kleine Projekte innerhalb der Community bearbeitet werden können und die Ergebnisse festgehalten werden können. Bei Miteinander geht es dann darum, wie man übergreifend, Community- und fachübergreifend Projekte managen kann und gestalten kann. Und da werden natürlich verschiedene Ressourcen auch zur Verfügung gestellt. Und beim Mintblick geht es dann darum, wie man die Ergebnisse festhalten kann und dokumentieren kann. Wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, im Prinzip basiert alles auf unserer Begleitforschung. Deswegen möchte ich diese auch jetzt kurz nochmal vorstellen. Es ist so, dass die Mentees längsschnittlich begleitet werden. Sie beantworten Fragebögen zum Vorbeginn des Mentorings, während des Mentorings, nach einem halben Jahr und nach dem Mentoring. Und die Fragebögen beantworten sowohl Schülerinnen, die bei uns teilnehmen, als auch Schülerinnen, die sich für das Programm angemeldet haben, aber erst später teilnehmen. Dadurch haben wir natürlich zwei Gruppen, die gleich interessiert sind, wobei die eine Gruppe eben halt nicht am Mentoring teilnimmt. Und damit kann man zeigen, inwiefern tatsächlich die Mentees von CyberMentor profitieren. Und es zeigt sich, dass sie sich sicherer sind in ihrer Berufsorientierung, eher in die MINT-Richtung gehen wollen und auch aktiver im MINT-Bereich sind. Außerdem sehen wir uns an, wie sich die Schülerinnen auf der Plattform verhalten und auch die Mentorinnen im Durchschnitt. Und wir machen abschließend nach 4, 5 Jahren eine Follow-up-Befragung bei den ehemaligen CyberMentor-Mentees, an welchem Punkt sie jetzt gerade sind, wenn sie eine Wahlentscheidung hinter sich haben. Und tatsächlich haben wir dort ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Wir sehen zum einen für alle, dass wenn sie eine Wahlentscheidung hatten, egal in welche Richtung, also hier gilt auch Neigungskurs oder welchen Zweig sie gewählt haben, sehen wir, dass 77% sich für den MINT-Bereich interessieren und das für sich entschieden haben. Und wenn man sich nur anschaut, diejenigen, die vor einer Studienwahl standen, dann sehen wir, dass 71% sich für den MINT-Bereich entschieden haben. Sehr, sehr schön ist auch, dass Schülerinnen oft sehr lange an CyberMentor teilnehmen und dann später auch selber Mentoren sein wollen und sind, um ihre Erfahrung weiterzugeben.
So beispielsweise Desiree, sie hat ganz früh angefangen als Mentee bei uns und hat dann ist dann Mentorin gewesen. Sie hat im Alter von 15 Jahren angefangen und ihre Interessen waren Mathematik, Informatik und Physik. Und als Mentorin hat sie auch schon einen ganzen Weg jetzt weiter bestritten, hat ihren Bachelor und ihren Master gemacht und war schon Consultant bei SAP. Als Mentorin hatte sie zwei unterschiedliche und wie Sie sehen, die letzte Mentorin hat Wirtschaftsinformatik studiert und genau das hat Desiree dann auch gemacht und hat dann Wirtschaftsinformatik als duales Studium gewählt. Sie selber hat dann schon viele Schülerinnen begleitet und sie sagt, dass sie sich als Mentorin, dass es wichtig ist, Mentorin zu sein, um die Schülerinnen zu unterstützen bei ihrer Suche nach dem passenden Berufs- und Studienfeld. Und damit bin ich jetzt schon am Ende mit dieser Erfolgsnachricht und freue mich auf Ihre Fragen. Wunderbar, jetzt bin ich hoffentlich wieder für alle dabei. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick über das Programm, was Sie geben. Ich habe mich erinnert, Sie wollten eine Umfrage zum Anfang machen. Wollen wir die noch nachholen oder lassen wir die weg? Ja, das wäre vielleicht Auch ganz noch in die interessant, Diskussion? dass wir vielleicht noch mal fragen, wer denn wie viel Erfahrung mit Mentoring schon hat. Genau, dass wir nochmal so einen Überblick bekommen, wer zu den Fragen, die so kommen. Immerhin ein Drittel sagt, dass sie Erfahrung als Organisatorin eines Mentoring-Programms schon haben. Das ist interessant. Ja. Meint die? Keine Erfahrung. Okay, also die Hälfte etwa keine Erfahrung und die anderen entweder als Teilnehmer oder auch sogar als Organisatoren. 35%, das finde ich jetzt. Das ist doch schon viel. Na, insofern könnte es jetzt natürlich sein, dass die Fragen auch noch mal spezifischer Genau, sind. wir können ja einfach, es gab schon ein paar Fragen. Ich fange einfach mal mit den ersten Fragen an. Sie hatten am Anfang gesprochen, dass man Mädchen ja möglichst früh ansprechen sollte zu dem Thema. Da war die Frage vor der Pubertät, hatten Sie wohl gesagt, welches Alter Sie gemeint hätten. Was man in der Forschung sieht, ist, dass ab dem 12. Lebensjahr das Interesse absinkt. Verbunden sicherlich mit der männlichen Konnotation der MINT-Fächer, wo sich dann die Schülerinnen davon abgrenzen wollen, weil sie eben halt Frauen werden und diese männliche Konnotation der MINT-Fächer schwierig ist. Und das ist ein möglicher Ansatz, warum Schülerinnen dann auch ihr Interesse verlieren. Also 12 ist das Alter, wo das Okay, also Interesse da sinkt. möglichst früh dann schon anpassen. Und da vielleicht auch, das habe ich mich noch gefragt, vielleicht haben Sie es auch erläutert, wie kommen die Schülerinnen? Ist das sozusagen Mund-zu-Mund-Propaganda? Machen Sie spezielle Werbung? Das spricht sich natürlich auch da bei Mädchen schnell dann immer in der Gruppe herum, aber wie sozusagen, wie wächst die Community der Mentees? Wir fahren an Schulen, stellen das Programm vor und verschicken aber auch Flyer und sind bei verschiedenen Veranstaltungen, um das Programm Okay, also vorzustellen. das da funktioniert darüber. Dann gab es, wie viel können, Sie haben es ja erläutert, auch diesen Matching-Prozess. Wie viel können denn eigentlich, also gibt es, also hier war die Frage, gibt es eine Begrenzung der Anzahl? Also gibt es eine Grenze nach oben oder wollen Sie weiter wachsen? Wie viele Teilnehmer können Sie aufnehmen? Also man braucht ja, um eine Community am Laufen zu halten, so mindestens 200 Teilnehmerinnen, damit es gut funktioniert. Wir haben uns als Obergrenze 800 Paare gesetzt. Wahrscheinlich würde es auch ein bisschen höher gehen, aber
Das ist so unsere Grenze, wo wir auch die Möglichkeit haben, eben halt gut zu 800 begleiten. Paare, das heißt also mindestens 1600 Mentorinnen und Mentees, Genau, die Sie betreuen. Okay, Teilnehmerinnen. also schon auch wirklich eine große Anzahl. Und rein geografisch haben Sie da einen Überblick, wo die Teilnehmerinnen herkommen? Also oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist ganz unterschiedlich bei den Mentoren natürlich abhängig von Ballungsgebieten, also da, wo große Firmen angesiedelt sind, auch Universitäten, da haben wir unsere, oder da sind Ballungszentren drin auch für die Mentorinnen. Und Schülerinnen sind auch sehr unterschiedlich für die verschiedenen Bundesländer, natürlich stärker in Baden-Württemberg und Bayern, weil wir ja hier gestartet sind und auch hier zu Hause sind. Aber auch Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen sind sehr stark besetzt. Vermutlich auch die Bundesländer, die sich hier bei uns Und bei auch den MINT-Regionen Kandidatinnen. spiegeln. Auch dort sind natürlich Nordrhein-Westfalen ganz stark, aber auch Baden-Württemberg und Bayern und gerade Richtung Ostdeutschland haben wir dann auch weniger Netzwerke und weniger Unternehmen sicherlich auch, wo dann auch entsprechend solche Vorbilder dann arbeiten. Hier war noch die Frage dann dazu im Hintergrund, wie viele Mitarbeiterinnen arbeiten im Hintergrund? Also wer organisierte, wie viel Woman-Manpower brauchen Sie, um das Ganze zu organisieren? Ja, das ist immer natürlich abhängig auch davon, wie viel ja, Gelder wir zur Verfügung haben. Problematisch daran ist auch, dass die Sponsoringverträge häufig immer kurz sind und man da dann natürlich Mitarbeiter schlecht finden kann, weil das ist an der Uni immer ein bisschen problematisch. Genau. Und wir haben natürlich verschiedene wichtige Bereiche. Zum einen den Informatikbereich, das ist natürlich sehr, sehr entscheidend. Wir haben Ansprechpartner für die Schülerinnen und für die Mentorinnen. Und auch für den Presse- und Also das sind Öffentlichkeitsdienst. festbesetzte Stellen und den Rest sozusagen stocken Sie wahlweise auf, wenn entsprechende Förderung vorhanden ist. Verstehe ich das richtig? So in der Art. Ja. So Okay. in der Art. Sie hatten ja dieses nochmal zu dem Thema Auswahlprozess. Sie hatten geschrieben, gesagt, dass ja die Mentees drei Fragebögen erhalten. Hier kam die Frage auch, ob die Mentorinnen auch entsprechend vor einen solchen Fragebogen ausfüllen. Ich nehme an, die müssen ja auch irgendwie ihre Interessen eingeben. Das sind ja unterschiedliche Punkte. Also jedenfalls müssen beide Gruppen, sowohl die Mentees als auch die Mentorinnen, vorher Angaben machen zu ihren Interessen und was sie denn erreichen wollen und warum sie teilnehmen wollen. Die Fragebögen, die sind ja zur Begleitung, zur längsschnittlichen Begleitung der Schülerinnen und die sind ganz anders strukturiert. Da werden standardisierte Abfragen gemacht, zum Beispiel zur Berufsorientierungssicherheit, aber eben halt auch zu ihrem Selbstkonzept oder so. Und das machen tatsächlich nur Schülerinnen, Schüler und unsere Teilnehmerinnen. Und die Mentoren haben einen Abschlussfragebogen, den sie am Ende des Jahres ausfüllen. Und wo es dann darum geht, was sie oder wie sie das Mentoring einschätzen, was sie denken, was gut funktioniert hat, worüber ihre Kommunikationswege waren, was sie Da verändern kommt noch würden. ergänzend die Frage von Frau Stumper, wie werden die Mentorinnen geschult? Ich meinte, in welchem Umfang, online, offline, in Gruppen, gibt es einen Eignungstest, fragt sie. Also einen Eignungstest gibt es nicht. Das, was wir machen, ist, dass, wie ich es erzählt habe in der Präsentation, auch Ihnen jeweils für die Phasenschulungen an die Hand geben, die zum einen an den MINT-Phasen orientiert sind, aber natürlich auch pädagogisch-psychologische Hintergründe haben. Wie kann man gut lernen, beispielsweise? Wie kann man motivieren? Und das sind
Informationen, die wir haben oder zusammengestellt haben aufgrund von Offline-Schulungen, die wir am Anfang des Programms durchgeführt haben. Das konnten wir irgendwann dann nicht mehr anbieten und haben das als Online-Schulung dann zur Verfügung gestellt. Und wie lange bleiben die Mentorinnen so im Sch also machen die das meistens mehrere Durchgänge? Gibt es auch welche, die sagen nach einem Jahr, ist mir jetzt doch zu viel Arbeit? Also es wird beides geben, also sozusagen die Mehrheit bleibt eher länger dabei oder eher ein, zwei Durchgänge und hört dann wieder auf? Oder wie sind da so ihre Erfahrungen? Also ich würde sagen, so die Mehrheit bleibt ein, zwei Durchgänge da. Wir haben aber eben auch Mentorinnen, die schon seit 7, 8, 9 Jahren dabei sind. Dann war noch die Frage nach dem, jetzt auf die, wenn man auf die Seite der Teilnehmerinnen blickt, zum einen die Frage, ob sich das Mentorenprogramm nur an Studieninteressierte richtet, sondern oder auch gewerblich-technische Ausbildungsberufe berücksichtigt werden. Dadurch, dass wir Akademikerinnen haben, ist als Mentorinnen ist die Ausrichtung eben halt eher auf Studium orientiert oder am Studium Und orientiert, das ist genau. das etwas, was Sie als sozusagen Thema vielleicht auch bearbeiten wollen, oder ist es eigentlich eine klare Ausrichtung, es ist Sie im Studium interessiert und das bleibt auch im Fokus wichtig? In unserem Fall bleibt es der Fokus wichtig, weil wenn man es auf die Ausbildungsberufe ausrichten würde, müsste man das Programm ein bisschen anders machen, anders gestalten. Dann macht es nicht ganz so viel Sinn, das so zu Zu verändern, zu anzubieten. bekommen. Und die Frage kam auf, welche Gründe haben die Mädchen, sich an ihrem Projekt zu bewerben? Weil sie sich für MINT interessieren. Gerade bei den jungen Schülerinnen merkt man das und dann häufig nicht die Möglichkeit haben, sich mit anderen auszutauschen. Und es ist eine große Community, wo man im Prinzip wie auf Facebook oder wie auch immer sich austauschen kann, Informationen zu MINT kriegt. Aber natürlich gibt es auch MINT im Alltag und MINT. Bei uns heißt es Tummelplatz, also andere Themen, für die sich Mädchen auch interessieren. Und man ist auch unter sich und sieht, wie sich, ja, wohin man sich entwickeln kann. Also ganz stark dieses Und Vorbildcharakter, das ist, glaube ja, also Vorbilder einfach kennenzulernen. Und Vorbilder kennenlernen, MINT zu aktiv zu gestalten, selber zu gestalten und sich ja, mit anderen auszutauschen. dann kommt hier auch noch eine ganz konkrete Frage, warum sich für so eine Vierergruppe entschieden haben. Sie haben ja am Anfang gesagt, es gab erst so eine Zweierkonstellation, dann haben Sie letztendlich eine Viererkonstellation gewählt. Da war auch noch von Herrn Dölle die Frage, warum Sie sich gerade dafür entschieden haben. Welche Vorteile bietet das Verfahren gegenüber dem klassischen 1 zu 1 Mentoring? Wie gestalten die Teilnehmer diese Konstellation aus? Also angedeutet hatte ich es schon aufgrund dessen, dass wir festgestellt haben in der Begleitforschung, dass die Schülerinnen, die aktiv auf der Plattform selber sind und sich mit ganz vielen austauschen, dass die mehr von dem Programm profitieren. Also sich beispielsweise sicherer sind in ihrer Berufsorientierung. Und daraufhin haben wir dann Paare zusammengematcht und wir haben erstmal Sechser-Communities gebildet. Das war sehr, sehr spannend und haben festgestellt, dass es gar nicht funktioniert. Dafür ist die Begleitforschung wichtig. Was da nämlich passiert ist, ja, die haben sich zwar mehr ausgetauscht, aber nicht mehr davon profitiert und haben vor allem mehr organisatorische Sachen besprochen als MINT-Sachen. Woraufhin wir das dann nochmal verändert haben und mit der Vierer-Community scheint es wirklich perfekt zu sein. Die Verantwortungsdiffusion fällt weg, sondern jeder hat seine eigene Mentorin, seine eigene Mentee und die beiden Paare sind ja aus einem MINT-Bereich
Und deswegen ist dann der Austausch dort auch mitbezogen. Und damit sehen die Schülerinnen die Vielfalt auch beispielsweise in der Informatikrichtung. Also wenn beide Mentoren Informatikerinnen sind, dann sieht man, dass die eine Softwareentwicklerin und die andere Dozentin an der Universität ist. So, und damit hat man also diese Vielfalt der MINT-Bereiche. Und es ist auch ein bisschen zu einem Ausgleich. Also wenn eine Mentorin, und das ist ja nun mal so, dass die Mentoren ja das ehrenamtlich nebenbei machen, beispielsweise auf einer Dienstreise ist, kann die andere Mentorin derweile das Mentoring aufrechterhalten und mit unterstützen. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man Dinge auch einfach ausprobieren muss, um festzustellen, ob es funktioniert oder auch man es eben das Programm entsprechend anpassen muss. Genau, und dann eben halt die Begleitforschung wichtig ist, um zu sehen, was wirkt denn? Zum Thema Wirkung, Sie können ja relativ gut nachvollziehen sozusagen. Sie sagten auch am Anfang, es gibt eine Gruppe, die meldet sich an, nimmt aber nicht teil. Eine andere Gruppe meldet sich an und nimmt teil, und die sozusagen sind ist die Kontrollgruppe sozusagen. Und warum nimmt ein Teil teil und ein anderer Teil nicht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das Ah, wurde okay, ausgelost. es wird also, man hat sozusagen Glück oder Pech gehabt, ob man teilnimmt oder nicht. Genau, Okay. genau, Da kam auch hier genau, noch genau. Und Da kam auch noch die Frage, vielleicht im Anschluss dann noch an das Matching. Die Frage von Frau Schnell wollte gerne noch wissen, ob Sie das Vorgehen beim Matching noch einmal genauer erläutern könnten. Also Sie sagten jetzt gerade schon, es wird ausgelost, und dann, wie geht es dann weiter, ob Sie das nochmal näher erläutern könnten? Vielleicht noch mal ganz kurz zur Begleitforschung. Also wir haben ja noch eine dritte und vierte Gruppe, und zwar ist es also, was ich jetzt schon genannt hatte, sind Schülerinnen, die nicht am Programmteilnehmer gleich interessiert sind. Und dann haben wir aber auch noch Kontrollgruppen mit Schülerinnen und Schülern, die nichts vom Cybermentor wissen und durchschnittlich interessiert sind an dem MINT-Bereich. Und das sind dann natürlich auch nochmal zwei ganz besondere Kontrollgruppen, wo man eben halt auch sieht, dass unsere Teilnehmerinnen, also die, die sich für Cybermentor anmelden, auch besonders hohes Interesse an MINT haben. Okay, dann zur Frage Matching. Das, was wir machen, ist, dass ich habe es auch schon angedeutet, das größte Augenmerk liegt auf dem MINT-Interesse. Und zwar, dass wir Mentees dasselbe Interesse haben wie der Bereich, in dem die Mentorinnen arbeiten. Und dann kommen noch verschiedene andere Punkte hinzu, also dass zum einen, wie viel Vorerfahrung haben die Schülerinnen und was wollen die Mentorinnen erreichen. Also beispielsweise ist ja eine große Unterscheidung, dass junge Schülerinnen meist noch sehr, sehr breit gefächert sind und sehr viele Bereiche haben, in denen sie sich ausprobieren wollen. Und entsprechend können wir dann natürlich auch sagen, dass beispielsweise, wenn Mentorin sagt, okay, sie möchte dieses breite Interesse unterstützen, dann versuchen wir eben halt das so zu matchen, dass eine junge Schülerin eine Mentorin aus dem MINT-Bereich bekommt, den sie interessiert, die aber breit agieren möchte. Wenn jemand sagt, ich bin Meeresbiologin und möchte nur jemanden haben, der genau weiß, wo es hingeht, dann versuchen wir da natürlich ein entsprechendes Matching Und das herzustellen. machen Sie aber nicht über Computerprogramme, sondern da sitzt schon, doch, das, Doch, also Sie natürlich. matchen nicht 800, weil ich dachte gerade, wie das noch funktionieren soll. Nein, das war ganz am Anfang des Projekts, wo wir so Karten hatten und dann so verschoben haben. Aber das geht mit 800 Paaren gar nicht mehr. Verstehe. Genau. Dafür ist dann natürlich auch der Informatiker oder die Informatiker Das glaube ich stimmberechtigt. sofort. Hier kamen noch zwei Fragen zu den Mentorinnen. Zum einen, wie Sie die aussuchen, kann jede es werden, welche Voraussetzungen sind nötig, und wie groß, Frau Stelze möchte noch wissen, wie groß der zeitliche Aufwand für eine Mentorin ist. Also bei den Mentorinnen, da schreiben wir ja gleich, also
unsere Partnerfirmen an und Unternehmen, und dort jeweils dann eben halt die Gleichstellungsbeauftragten meistens, so dass wir dort schon mal eine Vorauswahl haben. Auch an den Universitäten schreiben wir dann die mögliche Mentorinnen an. Und eine Voraussetzung in dem Sinne haben wir nicht erfüllt sein müssen. Also es müssen Frauen sein, das müssen wir bestätigen. Da gibt es eben halt ein Prozedere bei der Anmeldung, wie wir das nachweisen oder wie die das nachweisen. Aber sonst gibt es keine. Dann kam noch ziemlich am Anfang die Frage, ob es die Informationen, die Sie auch über Ihre Plattform verbreiten, ob es auch möglich ist, Angebote von außerhalb dort aufzunehmen. Hier war, glaube ich, die Rede von Sommercamps oder ähnlichem, oder ob Sie das, also ob Sie da sozusagen Fremdangebote aufnehmen und da an Ihre Mentees weiterleiten, oder ob das rein die eigenen Angebote sind. Ganz kurz, was ich gerade vergessen hatte, wie groß ist denn der zeitliche Aufwand für die Mentorinnen? Wir sagen, 30 Minuten sollen sie sich Zeit nehmen. Das gilt natürlich auch für die Schülerinnen. Und dann ist es natürlich abhängig davon, wie der Umfang ist, den man selber investieren möchte. Also wenn man große Projekte beginnen möchte, dann wird es, glaube ich, mit 30 Minuten pro Woche nicht ausreichen. Und zu den Kooperationen ist es natürlich so, dass wir einen systemischen Ansatz haben. Das heißt also, versuchen, alle möglichen Bereiche der Schülerinnen mit einzubeziehen. Und insofern haben wir schon eine gute Möglichkeit mit diesem Online-Programm. Aber natürlich ist es auch sehr unterstützend, wenn Schülerinnen vor Ort an etwas teilnehmen können und ja, andere Bereiche auch nochmal kennenlernen. Insofern bauen wir natürlich auch viel Kooperationen auf und veröffentlichen dann bei uns auch das Angebot jeweils von unseren Kooperationspartnern, die Mint-Camps oder so. Okay, also dass das offene Angebot an alle Ihre E-Mails ja auch gerade eingeblendet wäre, also entsprechende Angebote für Mädchen hat, glaube ich, ist dann herzlich eingeladen, sich an Sie zu wenden und entsprechende Informationen Genau. zuzusenden. Dazu vielleicht auch noch passend die Frage, ob die Präsentationen, ob Sie noch eine Literaturliste, ob es eine Literaturliste geben könnte zu dem Thema, ob Sie so etwas zur Verfügung stellen können. Also was wir natürlich haben, sind eigene Publikationen, die sind auf unserer Homepage auch. Da könnte ich aber auch eine Übersicht nochmal schicken, ja. Sie sagten ja schon, die Präsentation aus rechtlichen Gründen möchten Sie nicht zur Verfügung stellen, aber so eine Literaturliste wäre sicherlich noch eine wichtige ergänzende Information für alle Teilnehmer. Wir haben jetzt ganz viele organisatorische Fragen besprochen. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, Sie haben jetzt seit vielen Jahren Erfahrungen ja sammeln können und auch wirklich, ja, was glaube ich auch das Projekt ja auszeichnet, dass Sie umfangreiche Begleitforschung wirklich machen können, damit ja auch letztendlich dann auch Wirkung bei den einzelnen Mädchen nachweisen können. Was sind denn so zentrale Erfolgsfaktoren, wenn Sie das vielleicht nochmal so kurz, also wenn man jetzt sich selber überlegt, wir bauen hier in unserer Region, in unserem Netzwerk, wo haben wir einzelne Frauen, die wir als Vorbilder gewinnen können oder vielleicht schon auch gewonnen haben. Was wären so Faktoren, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man jetzt vielleicht nicht so wie bei Ihnen so ein online gestütztes Programm, aber vor Ort ein analoges Programm mit solchen Rollenvorbildern aufbauen oder vielleicht schon begonnen hat aufzubauen? Also ich glaube, die Eckpfeiler sind die, die ich am Anfang auch schon genannt habe. Also früher beginnen und halt keine kurzfristige Intervention, sondern eine Möglichkeit, dass man über einen langfristigen Zeitraum unterstützt wird. Die Strukturierung ist wichtig, ja, und die Unterstützung der Mentoren. Das sind so die Eckpfeiler und von dem, was wir erreichen wollen, das ist natürlich projektimmanent, ist, dass die Schülerinnen sich klarer sind, was sie denn gerne später machen wollen,
natürlich in den MINT-Bereich zu gehen und dass sie auch selber aktiv sind im MINT-Bereich und ein besseres Selbstkonzept haben. Dann, wenn jetzt keine konkreten Fragen mehr sind, habe ich jetzt auch nichts mehr auf der Liste. Ich hoffe jetzt, wenn irgendeine Teilnehmerin, Teilnehmer jetzt das Gefühl, ich habe was vergessen, dann ich gucke gerade mal noch, ob ich irgendeine andere Frage vergessen habe. Da kommt gerade noch eine Frage. Wunderbar, Frau Schnell schreibt noch etwas. Können Sie denn beobachten, dass Sie machen das ja seit mehreren Jahren, dass sich bei den Teilnehmern auch etwas verändert hat, vielleicht auch an Selbstkonzept oder, also ich sage mal, Bereich gerade der auch der neuen Medien eben hat sich ja auch viel verändert. Haben Sie da Veränderungen oder ist das eigentlich im Verlauf der Jahre doch eher ähnliche Fragen, ähnliche Probleme und ähnliche Lösungen sozusagen am Ende? Also ich würde so von meinem Gefühl her sagen, was ich jetzt nicht in der Begleitforschung sehe, sondern vom Gefühl her, dass es an einigen Stellen selbstverständlicher wird, gleichzeitig aber dann auch immer wieder Situationen, also dass Frauen in diesen MINT-Bereichen arbeiten, dass gleichzeitig aber auch Schülerinnen immer wieder trotzdem berichten, dass sie allein in einem Kurs sind, oder sich da dann rausziehen, weil ihnen entsprechende Vorurteile entgegengebracht werden. So, das ist so diese grundsätzliche Veränderung, würde ich das so nennen. In der Begleitforschung kann ich von der Basis her nicht sagen, dass sich da was verändert hat. Würde ich jetzt, also ohne dass da eine Intervention war. Also da ist, glaube ich, das ist abhängig vom Alter der Schülerinnen, dass dann eben halt auch ihr Selbstkonzept schlechter wird. Aber hat keine Veränderung über die Zeit, oder da sehe Ja, ich keine Veränderung über die weil es Zeit. ist ja interessant, jetzt war ja, gab es ja auch gerade die Ergebnisse, dass gerade zum Beispiel im YouTube-Zeitalter eher Klischee und Rollen eher wieder verfestigt werden, und ob sich das dann auch in irgendeiner Weise niederschlägt. Hier kommt noch die Frage, können Sie Argumentationshilfen geben zur Gewinnung von Mentoren? Was ist der persönliche Benefit? Tatsächlich müssen wir ja gar keine Argumentationshilfen geben. Das ist also im Vergleich wirklich einfach, Mentorinnen davon nicht zu überzeugen. Wir brauchen sie gar nicht zu überzeugen. Es ist wirklich die Rekrutierung von oder ja, die Informationen von Mentoren ist um ein so vieles einfacher als die der Schülerinnen. Weil sie sehen, dass es an verschiedenen Stellen hakt und dass wir mehr Frauen brauchen, die in diesen Bereichen arbeiten, um ein ausgeglichenes Arbeiten zu haben, sage ich mal so. Und interessanterweise ist, dass wir aus den Bereichen, wo es besonders wenig Frauen gibt oder wo der Frauenanteil besonders gering ist, also Informatik und Technik, dass wir da die meisten Frauen haben. Die sehen natürlich besonders die Notwendigkeit, ein solches Programm anzubieten und entsprechend melden die sich dann auch eher. Okay, das war ja auch eine schöne Rückmeldung, wenn man es geführt. Man muss dann nicht ein Bedarf, also da ist ein Bedarf und auch ein Bedürfnis danach, Erfahrungen weiterzugeben und anderen diesen Weg vielleicht etwas leichter zu gestalten, nachdem man ihn selber gegangen ist. Dazu auch noch die Frage von Frau Seidel: Ist der Bedarf an Mentorinnen und Mentees gedeckt? Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Melden sich mehr Mentees als Mentorinnen und betreut eine Mentorin auch mehrere Mentees? Nein, es ist immer eine persönliche Betreuung, immer eine 1-zu-1-Betreuung. Und wir haben tatsächlich etwas mehr Mentorinnen, da wir gerade auch nochmal sehr stark gesucht hatten am Anfang des Jahres.
ja, zum Ende des letzten Jahres. Deswegen haben wir jetzt mehr Mentorinnen. Und was wir sehen, ist, dass Mentorinnen sich gleichbleibend interessieren. Wir schreiben ja die Schülerinnen, also wir schreiben nicht die Schülerinnen, sondern Schulen an, um dieses Angebot zu machen, dass wir über Cybermentor informieren. Und da sind natürlich die ganzen aktiven Schulen auch schon sehr stark involviert. Und gerade über MINT-EC, da haben wir sehr viel Kontakte und das funktioniert echt sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt auch noch eine Kooperation mit den LEMAS-Schulen. Darüber kriegen wir auch Schülerinnen, weil der Fokus ja jetzt nochmal mehr stärker auf die Digitalisierung gesetzt wird. Da haben wir natürlich, sind wir natürlich ein Vorreiterprojekt sozusagen. Ansonsten ist es so, dass auch wenn Schülerinnen erstmal informiert sind, sie auch sehr begeistert sind, wenn sie in den MINT-Bereich, sich für den MINT-Bereich interessieren. Die Frage ist nur, wie kommt man an die ran? Und das ist auch immer ein Problem. Also wir machen es eben da über die Da Schulen. sind es ja häufig sicherlich auch einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die dann Werbung für so ein Programm machen. Das ist ja die wichtig, also nach allen Erfahrungen, die wir hier so auch sammeln, die wichtigsten Multiplikatoren, um an die Schülerinnen tatsächlich heranzukommen. Weil die ja dann auch extrem engagiert sind und auch sehen, bestimmte Kinder im Kopf haben, die sie dann auch fördern wollen. Und genau das ist dann das, was funktioniert, ja. Gibt es, ich, Also, gibt es auch, also es ist ja ein Programm, was grundsätzlich ja dieses Mentoren, dieses Vorbildprogramm ja nicht nur ein reines Mädchenspezifikum ist, bloß die haben das jetzt aus gutem Grunde als Zielgruppe gewählt. Gibt es, ich kenne das von einem Programm hier aus Hamburg, wo auch mal die Anfrage kam, warum gibt es nicht so etwas für Jungs auch? Gibt es diese Anfragen oder natürlich. Natürlich, natürlich. Und auch hier ist es genauso wie die Frage vorhin, ob wir denn nur in dem akademischen Bereich ein Mentoring anbieten. Und genauso wie auch für den Ausbildungsbereich müsste auch ein Mentorenprogramm für Jungs ganz anders konzipiert sein als eins für Mädchen. Und das ist auch in unserem Hinterkopf, sage ich mal. Aber aktuell ist Cybermentor eine Ausrichtung, die gut funktioniert. Und man müsste eben halt ganz von vorn anfangen, wenn man sich dann auch um die Jungs Und der kümmern möchte. Bedarf ist ja, wie wir wissen, ja auch alle weiterhin sehr, sehr groß. Und das, also nicht akademisch, natürlich auch stark im nicht-akademischen Bereich, aber da mehr junge Frauen und Mädchen zu begeistern für diese Fächer und auch zu stärken, da wirklich in den Weg zu gehen, der Bedarf ist ja weiterhin da. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Hier kommt noch die ganz konkrete Frage. Die nächste Runde startet morgen. Können sich noch Schülerinnen anmelden, weil sie Das sagten, richtig. sie haben mehr Mentorinnen derzeit? Ja, also jedenfalls können sich Schülerinnen jetzt noch anmelden. Die werden dann nicht morgen gematcht, weil das ist natürlich schon abgeschlossen. Da sind der Matching-Prozess ist schon fertig. Jetzt muss es im Prinzip dann morgen nur noch durchgeführt werden. Aber im Nachhinein können wir auch noch aufnehmen. Und die nächste große Runde beginnt ja dann auch im Juni. Also alle noch in den Netzwerken, die eigenen Mädchen noch motivierend auf jeden Fall sich anzumelden. Wirklich ein tolles Programm. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Überblick über ein wirklich spannendes Projekt und was ja auch für uns ja wichtig ist, da wir ja deutschlandweit agieren, auch wirklich ja deutschlandweit zur Verfügung steht, also auch nicht regional beschränkt ist. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne noch die Umfrage, Johannes,